We do not forget. Expect us. Lidas! Lidas aus Scientology! Ich grüße euch! Wir haben einen kleinen Text für euch ausgearbeitet. Hört uns gut zu! Und nehmt den Text zur Kenntnis und denkt nochmal drüber nach. Die Scientology-Organisation ist keine Religionsgemeinschaft. Die Lehre ist auch keine Wissenschaft. Auch wenn der Begriff Science im Namen verbindlich durchscheinen möchte, sie ist vielmehr auf einen bisweilen wahnhaften Gedankenkonstrukt eines amerikanischen Science-Fiction-Autors zurückgehende menschenverachtende Psychoideologie, die eine totalitäre Gesellschaft aus gefügigen Anhängern fordert. Ihr Ziel ist die völlige Unterordnung des Einzelnen. Menschen und Grundrechte sind diesem Denken fremd. Was der Scientology-Gründer Hubbard in schonungsloser Offenheit bereits 1957 in seinem dieser Titel aber zu Unrecht tragenden Handbuch des Rechts lobte. Das Ziel hat sich seitdem nicht geändert, nur die Methoden, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Scientology-Organisation will den Eindruck einer harmlosen Religionsgemeinschaft erwecken, die sich um das Beste des Einzelnen bemüht. Verstärkt bietet man vermeintliche Lebenshilfe an, von schulischer Nachhilfe bis hin zu Management-Seminaren. Und dies unter der offensichtlich wohlwollenden Blicke einzelner Hollywood-Stars, Helden, die man sich doch besser nicht zum Vorbild nehmen sollte. Die Scientology-Organisation wird zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet, da sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt und damit gegen unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung gerichtet ist. Sie ist aber nicht nur eine Gefahr für unser ganzes Gesellschaftssystem, sondern auch für jeden Einzelnen, der in ihre Fänge zu geraten droht. Er soll durch die von der Scientology-Organisation eingesetzten Psychomethoden zu einem anderen Menschen werden. Aussteiger und Verwandte von Scientologen bestätigen, dass die Methoden wirken und sich die Persönlichkeit massiv ändert. Wer auf die Gefahren von der Scientology-Organisation... Wer auf die Gefahren, die von der Scientology-Organisation ausgehen, hinweist oder sich gar von ihr löst, gerät unweigerlich in das Visier dieser Organisation. Kritiker werden diffamiert, öffentlich bloßgestellt, angezeigt und verklagt, bisweilen bedroht, belästigt und zur Zermürbung auch psychisch gequält. So die Erkenntnisse des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht 2006. Ausdruck der Wertschätzung für eine offene, die Rechte des Einzelnen wahrende Gesellschaft ist das nicht. Auch nicht für einen toleranten Umgang mit Andersdenkenden.
Es gibt also gute Gründe, wachsam zu sein und über die Scientology-Organisation aufzuklären. Die Autorin, die Scientology-Organisation aus ihrer Tätigkeit als Leiterin der Arbeitsgruppe Scientology in der Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg seit Jahren bestens kennt, ist hierzu geradezu prädestiniert. Ihr Bericht leistet einen wichtigen Beitrag zur Information der Öffentlichkeit. Ich wünsche ihm größtmöglichen Erfolg und aufmerksame, nachdenkliche Leser. Dieser Text ist ein Zitat von Dr. Günther Beckstein. Wir sind Anonymous. Wir sind eine Legion. Wir vergessen nicht. Wir vergeben uns nicht. Wir sind im Meer. Wir vergeben uns nicht. Wir sind im März, im April, im Mai zu einer größten Anzahl bis jetzt gekommen. Und wir kommen wieder im Juli, im August, bis die Mauer des Schweigens gebrochen wird. Erwartet uns!